Alola und was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush4Dific89 zurück bei Let's Play Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Ja, wir haben das Postgame, die Rainbow Rocket Saga, komplett abgeschlossen und 1.100.000 Poké-Dollar, sorry, in Form von 55 Riesen-Nuggets erlangt. Tja, jetzt sind wir stinkend reich. Doch unser Abenteuer ist ja noch nicht vorbei. Es gibt noch einiges zu erledigen. Unter anderem hier zum Beispiel mal das Meer von der Insel zu erkunden. Weil jetzt, wo wir Surfer drauf haben, eigentlich wollte ich den Tohaido, die Tohaido-Düse nehmen. Damit bin ich schnell unterwegs. So. Aber ich brauche auch noch einen Schutz, damit mich auch nicht noch wilde Pokémon hier belästigen. So. Das muss ich wieder sortieren. Schutz, Schutz, Schutz. Ja, komm. Da. Super Schutz. 1,5 Millionen. Haben wir ganz schön Kohle einkassiert. So, hier im Meer von Mele Mele. Oh, da gibt es auch noch Trainer, die wir noch gar nicht bekämpft haben. Auf dem Meer lasse ich immer die Seele bauen. Meine Pokémon machen das schon. Da bin ich mal gespannt, auf welchen Level die jetzt sind. Wahrscheinlich gerade mal Level 40 oder noch geringer. Ich weiß ja nicht, wann wir zum ersten Mal die Surfer-Fertigkeit bekommen haben. Wow! Was? Lohnt sich das überhaupt noch zu kämpfen hier? Oh Gott, was? Ich hätte das wirklich schon viel früher machen sollen. Naja, besser spät als nie, ne? Da sollte ich doch gleich lieber wieder meinen Starter vorsetzen. Soll ich diese Attacke nehmen oder doch eher diese? Wer soll da noch durchsteigen? Moment, durchsteigen? Hat das jetzt nicht gesagt? Was gibt es Schöneres, als sich zusammen mit seinen Pokémon einfach auf den Wellen treiben zu lassen? Oh. Okay, Land in Sicht. Also diesen Landstreifen gibt es ja nicht umsonst. Moment, das haben wir gleich. Bisspackdetektor. Aha. Tatsächlich, ein Sonnenbonbon. Ist ja sonst noch was? Ist da noch was? Hm? Schnüffel, Schnüffel, Schnüffel. Nö. Das war's wohl. So, bitte, dass ich jetzt mal... Darf ich jetzt mal auf Taido? Jawohl. Habe ich aber gut getan, hier den Schutz zu aktivieren. Sonst würde ich nur von... wirklich schwachen Pokémon belästigt werden. So, zack, zack, zack. Alles zertrümmern hier. Ja, da kommen wir ja hier rein, in diese Wasserhöhle. Aber zuvor... Will ich erstmal dieser schimmerigen Gesellschaft leisten. Ist nicht zu warm in den Klamotten? Pass auf, gleich kommst du ins Schwitzen. Geht schon, Mädel. Pass auf, dass du dich nicht verkühlst. Smilla. Perlu. Jetzt habe ich meinen Starter wieder nicht vorgesetzt, wo ich das eigentlich so machen wollte. War ich unglaublich.
Diese Trainer sind doch schon fast Zeitverschwendung. Das war eine eiskalte Dusche für mich und meine Pokémon. Oh, Moment. Jetzt habe ich vergessen, was zu machen. Was ist überprüfen hier? Okay. 6 Minuten. Shit. Ja, jetzt habe ich vergessen, die Stoppuhr zu aktivieren. Mal wieder. In Alola, es ist vollkommen normal, von morgens bis abends ein Bikini zu tragen. Okay. Ist klar, es ist auch ganz schön heiß hier. Es ist auch eine tropische Landschaft, also eine tropische Region. Da wundert es einen nicht. So. Wir konnten hier vorher noch schnell ein bisschen das Meer und dann werden wir diese Höhle noch betreten. Hier sind noch einiges an Schwimmer. Eine interessante Landmasse hier. Eine Triebperle. Noch was zum Verkaufen, ey. Ich habe mich auf die Sense zurückgezogen, um zu trainieren. Jetzt zeige ich dir das Resultat. Ja, und wieder habe ich nicht den Starter. Ach, was soll's, lasse ich das erstmal. Der trägt einen Hyperball. Resladero, oh. Hat der jetzt mal einen höheren Level? Nein! Hyper. Gab's eigentlich in dem Level, mit dem Level schon, dem Level konnte man sich da schon Hyperbälle, konnte man dort schon Hyperbälle erlangen? Ich glaube man nicht, ne? War mal Exil in Irvik? Hat mich die Leistungsgesellschaft etwas abgehängt? Ich habe meinen Schüler darum gebeten, mich hiermit heute wieder abzuholen, sobald ich stark genug bin. Bleibt der Bengel nur! Ich glaube, du müsstest noch ein wenig mehr trainieren, mein Freund. Aber eindeutig mehr. So. Okay, jetzt so. Dann erkunden wir weiter das Meer hier. Wer weiß, wenn wir... Vielleicht werden wir dann endlich auch die TM-Erdbeben finden können. Auf die warte ich schon die ganze Zeit. Finster-Aura wäre auch schön, wenn ich so eine TM finden... Oh, meinen Schutz habe ich wieder vergessen. Ach. Es wird gut hier. Okay. So, und jetzt aber. Können wir hoffentlich mal weiter gucken. Ein Superschutz, ein weiterer unter Wasser. Sonst kann ich hier nichts erkennen. Okay, dann wird es Zeit, die restlichen Schwimmer hier mal zu besiegen. Hey! Du scheinst auf deinem Pokémon recht gut zu gehen, was? Ja, schon. Ja, möchte mal wissen, wie es deinem Pokémon so geht. Ich möchte mal echt wissen, ob es gleich sich wieder zu einem Schwarm zusammentut. Nein. Hey, mit deinem Team scheint es echt zu laufen.
reite gerne auf meinen Pokémon, aber am liebsten schwimme ich Seite an Seite mit ihnen. Du hast ja nur ein Pokémon. Und alleine darauf zu reiten? Obwohl, wer weiß, das könnte bestimmt Surfer einsetzen. Ich wette drauf. Aber diese Gegend ist ja schon wirklich schön. Also ich würde es hier... Ach so. Muss ich noch einen Schutz aktivieren. Also ich würde auch am liebsten Urlaub nehmen wollen. So viel steht fest. Wo denn hier? Ein Strand direkt vor dem Haus. Das hat was. Also die Protagonisten in diesem Spiel haben wirklich sich ein wirklich feines Zuhause ausgesucht. So, jetzt du noch. Ha, du kommst mir gerade recht. Ich hoffe nur, ich habe keinen übersehen. Und dann geht es in diese Höhle, Wasserhöhle rein. Und danach, würde ich sagen, sollten wir wieder auf sollten wir bei Pony mal weiter gucken. Weil ich glaube, die Wüste sollten wir jetzt letztes Mal uns vorknüpfen. Glaube ich, wäre das Beste. Die Wüste braucht, glaube ich, so einen richtigen Irrgarten. Ah, jetzt habe ich das übersprungen, ah, was soll's. Da musste ich dann den richtigen Weg herausfinden, so, da ich ansonsten immer dann am selben Weg, da ich ansonsten wieder beim dort rauskomme, wo ich war. Also rauskommen würde, wo ich war. Warum freuen sich doch, wenn sie so viele Attacken wie möglich einsetzen können, oder? Ja, sie können auch nur 4 maximal einsetzen. Sogar mein Pokémon lieben diese Bikini. Korrektur, dein Pokémon, nicht deine. Schließlich hast du nur einen Corazon. Aber es ist schon ein nettes Detail, dass die Trainer alle schon verschiedene Bälle einsetzen. Wie zum Beispiel ein Tauchball hat sie auch gerade eingesetzt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt noch alles in Schwert und Schild umgesetzt wird. Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, Pokébälle in einem Bikini zu verstauen? Sogar mein Pokémon in diesem Bikini. Das hast du schon mal gesagt. Naja, wenn sie klein, wenn man sie kleiner macht, dann ist es nicht so schwer, sie zu verstauen. Du müsstest ja wirklich so ein Kind besorgen, der auch solche Taschen bei sich hat, ne? Ich meine, zumindest kenne ich das von Männerbadehosen, die haben auch so Taschen. Wo man es verstauen kann. Na gut, gehen wir jetzt erstmal da rein. Ein Tentakelhügel. Da ist der TM! Och, Explosion, ernsthaft? Warum sowas? Ach. Warum? Muss es wieder so eine verdammte Suizidattacke sein. Klar, für Competitive-Kämpfe ist sie trotzdem geeignet, aber... trotzdem nicht mein Fall. So, haben wir das Meer ja auch schon erkundet? Oh. Warte, kann man hier ein Foto machen? Wo? Kann man den Pokésucher aktivieren? Habe ich das hier schon mal gemacht? Ein Kramux. Ach komm, lass mal das.
Na gut, dann nutzen wir gleich mal den Glurak-Flieger, um, ja, wohin begeben wir uns jetzt am besten? Wir haben jetzt hier alles aufgedeckt. Ja, richtig, nach Pony wollte ich ja. Die kompletten restlichen Pfad noch zu erkunden. Ja, stimmt, da haben wir ja auch aufgehört, da haben wir auch angefangen, in dieser Gegend die ersten Ultrabestien zu fangen. Moment mal. Das sieht man auch nicht gerade. Außer jetzt hätte ich... Ach doch, das müsste ich schon erkundet haben hier. Sieht nur so dunkel aus. Hier an der Stelle habe ich auch zuletzt meine erste Ultrabeste gefangen. Also meine ersten Ultrabestien, besser gesagt. So. Oh, wieder so ein Reißlaus. Entwickelt sich auch schon so ein krassen Vieh. Bromley kann nur ein Lied davon singen. Ja, stimmt. Den Wald von Pony. Dort haben wir unsere erste Ultrabeste gefangen. Und jetzt können wir dort endlich den Wald in aller Ruhe erkunden gehen. Das ist doch hier. Den ersten Trainer. Mein Pokémon kann es kaum noch erwarten. Jetzt kann endlich mal die Reise weitergehen. Und jetzt wird es Zeit, dass wir endlich mal gegen stärkere Trainer antreten. Ja, das ist aus wie Schuh. Nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Sturzflug. Schadet mir zwar auch selbst, aber komm, das ist mir wert. Und weg mit dir. Mein Herz ist gebrochen. Mischu ist sauer auf mich. Das bricht mir mein ohnehin schon gebrochenes Herz. Warum sauer? Nilak hat das aber ganz schön ernst genommen. So, jetzt noch der Ass-Trainer hier. Ready, set, go! Drei Pokémon. Oh. Halabis. Das ist bestimmt auch noch so Garnabys ein. Und zum Abschluss noch Relikant, oder wie? Nein. Kommt gleich mit Knogger. Was ist das, Alola? Naja. Typ Geistbohnen, ne? Oder Geistfeuer? Bin mir nicht sicher. Aber es ist schön, dass diese ganze Alola-Form wirklich komplett andere Typen annehmen, als man es kennt. Teilweise sogar wirklich komplett anders. Waschaquil, okay. Das ist ein Job für Donarion. Ich überlege gerade, wie heißt die noch eine Region in Schwarz und Weiß? Ein Schwert und Schild nochmal. Galar, ja. Ich bin auch schon auf die neuen Galaren von Galar von Pokémon gespannt. Game over. Congratulations. Okay.
Einer, der nur Englisch spricht. So. Die Ebene vom Pony. Ein schön großes Gebiet voller Trainer. Ah, so viel mal zu meinem ganzen Superschutz. Jetzt habe ich nur noch Topschutz übrig. Das müsste hoffentlich hier für die komplette restliche Erkundung vom Pony reichen, ne? Hm? Ach nee. Das lässt sich gerade Schutz sein und da greift mich trotzdem noch ein wildes Viech an. Ein Rasaf. Hm. Okay. Komm, ist jetzt auch schon mit sowas zu tun. Was? Och Mann! Ist mal Schluss hier! Dass ich immer von Viechern trotzdem noch angegriffen werde? Greift mich auch noch im Warmbull an. Lasst mich mal zufrieden hier! So was. Darf aber wohl nicht wahr sein. Darf man ja mal nicht in Ruhe, alle Ruhe die Gegend hier erkunden? Hm. Alter, wo führt das bloß alles noch hin? Ja gut, bekämpfe ich jetzt erstmal die Trainer. Ich hoffe, die wilden Pokémon geben jetzt Ruhe hier. Oh. Auch noch. Noch eins im Busch. Hier wimmelt es echt nur von Pokémon. Alter, die hat mich nicht gesehen, ey! Ernsthaft? Da bin ich einfach mal so vorbeigekommen. Ich werde alle Prüfungen abschließen, auch die großen. Ich will schließlich hoch hinaus. Und wie kommt es dann, dass du dich hier aufhältst, wenn du noch nicht alle Prüfungen abgeschlossen hast? Weil hier habe ich als Champ alleine nur, Zugriffen. Weil hier darf ich mich als Champ alleine nur aufhalten. Weil man mich sonst vorher nicht durchgelassen hat. Hm. Montedeo? Hm? Ach so, ich glaube, das ist. Hm. Na, wollen wir mal gucken. Ja, genau. Egal, ich wollte trotzdem mal zu Grandiras. Der hat aktuell noch den niedrigsten Level. Das will ich schnell ändern. So. Hinfort damit. Prüfungen haben ich offenbar besser auf den Ernst des Lebens vorbereiten als meine Prüfungen mich. Wie gesagt, ich will hoch hinaus, aber vielleicht klettere ich hier erst einmal auf einen Baum. Also, ich dachte nicht, dass du das mit hoch hinaus gemeint hättest. Da dachte ich eher an einen also in Bezug auf Karrieresprung. Hm. Naja. Hier raschelt es mir wieder zu viel. Da im hohen Gras jetzt drin. Gras, da hält sich wieder was auf. Hm? Was? Möchtest du ein WP-Ticket ZKF in Konzert? Dann musst du erst zum zweiten Trainer auf der Ebene von Pony werden. Yeah! Okay, hier erstmal noch alle Trainer bezwingen. Ich hoffe, da habe ich keinen übersehen. Na denn?
muss ja trotzdem mit Vorsicht vorgehen. Ja, hier zum Beispiel. Lungert ein weiteres Pokémon rum. Was ist das? Ach, hey! Die beiden wieder. Hallo, alles klar bei dir? Bist du beim Sammeln der Kerne von Zellen von Zugardefrank gekommen? Ein kleines Peppek hat mir geflüstert, dass du jetzt der Champ von Alola bist. Herzlichen Glückwunsch! Während du dich auf deine Inselmannschaft konzentriert hast, haben wir uns über den Z-Kraft-Rim schlau gemacht. Ist schon irgendwie seltsam, dass wir uns hier in einer Region so weit im Fans von Carlos über die Mega-Entwicklung unterhalten. Aber wir sind Trainer. Anstatt hier langweilige Reden zu halten, sein, der am besten einfach, was es damit auf sich hat. Oh. Genau, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie noch gegen mich antreten würden. Na toll. Gleich schon mit Nachteil. Ich muss mich hier sowieso noch umgucken, um andere Trainer zu bekämpfen. Ach, nee, so wird das nix. So wird das nix. Grandiras wird da nur drauf gehen, auch wenn es 11 Level drüber ist. Psian heißt nicht zu unterschätzen. Was? Hattest du damit gerechnet, dass ich wechseln würde oder was? Shit! Na warte. Nimm dies! Nachtflut! Und weg mit dir. What the hell? Kommst du mir gleich mit sowas? Metagross. Na, zweischneidig. Aber trotzdem. Ich muss. Ich glaube, das könnte reichen, weil ich bin ohnehin schneller. Aber gleich mit Feuersturm. Come on, triff. Yes! Bam! Und weg mit dir. Oh, yes. Raichu. Alola Raichu, nicht wahr? Elektro gegen Elektro. Nur mit einmal einen Vorteil. Käfer gebrummt. Och, du bist mir ein Schlauer, ne? Bist mir ein ganz Schlauer. Ha! Hat aber nicht viel geholfen aktuell. Aber bei seinem nächsten Pokémon wird das helfen. Lashoking. Ja, Lashoking wird da bestimmt die Attacken überstehen. Ja, ich sag's ja. Lichtschild verstärkt, das fühlt sich sehr, wow. Flammenwurf, ey. Und das haut ganz schön rein. Alter, ja, den Volltreffer hätte ich gerade vorher noch gebrauchen können. Ja, komm. Dann setze ich jetzt mal auf den Geistertypen, ne? Wird schon gut gehen, irgendwie. Wenn ich das jetzt einsetze. Oh. Da will er mir gleich ein Mega-Simsala kommen, hä? Tja. Das wird den aber nicht viel bringen. What? Trotzdem schneller? Oh. Na, warte. Dein Problem ist aber, dass du wahrscheinlich nach wie vor eine schwache physische Verteidigung hast. Dementsprechend auf Nimmerwiedersehen und tschüss. Meine Pokémon haben mir Bestes gegeben. Der Trainer hält den Schlüsselstein und dem Pokémon gibt man den Megastein zum Tragen. So kann man sein Pokémon während eines Kampfes eine Mega-Entwicklung durchführen lassen. Bin mir sicher, dass ein großartiger Trainer wie du, der sich mit der Z-Kraft drin auskennt, auch einen Schlüsselstein einsetzen kann, damit der Megastein die entsprechende Reaktion glocken kann.
Wenn du also einen Schlüsselstein hast, kannst du ein Pokémon mit Mega-Entwicklung durchführen lassen. Als kleines Geschenk bekommst du von mir den Megastein Simsalamit, mit dem du bei Simsala die Mega-Entwicklung auslösen kannst. Thank you very much! Ah, jetzt kann ich endlich die Mega-Entwicklung ausführen. Wenn man so darüber nachdenkt, mit Hilfe des Z-Kraftwillens kann ein Trainer dem Pokémon seine Gefühle vermitteln und ihnen den Einsatz von Z-Attacken ermöglichen. Man sollte meinen, dass man damit auch eine Mega-Entwicklung in Gang setzen könnte. Also dann, wir widmen uns wieder unserer Nachforschung Bon Voyage! Ja, ich glaube. Ich sollte erstmal meine Pokémon vorher noch heilen. Carbon. Wer benötigt denn? Ja, ganz klar. Nee? Ja. Ja, das mit AP Plus und AP Top werde ich ein andermal regeln, wenn ich erstmals alle TMs in meinen Besitz bringen kann. Ja gut, Leute, ich glaube... An der Stelle machen wir dann den nächsten Part weiter. Oh, immerhin haben wir jetzt endlich den Mega, also den Schlüsselstein bekommen und können damit jetzt Mega-Entwicklung ausführen. Aber dann frage ich mich, kann man gleichzeitig im Kampf sowohl eine Mega-Entwicklung also auch eine Z-Attacke ausführen? Oder geht jeweils nur eins von beiden pro Kampf? Das wüsste ich echt so gerne. Naja. Leider dann in Shirt und Shirt werde ich das nicht mehr herausfinden können, da leider beides nicht mehr vorkommen wird. Schon schade, ey. Dass man die Mega-Entwicklung einfach hat sausen lassen. Ich meine, das Dynamaxing und Gigantamaxing sehe ich Potenzial darin, aber Mega-Entwicklung? Naja. Wäre schon cool, wenn das noch da geblieben wäre, aber ich glaube, aktuell wäre das dann schon doch etwas zu broken. Ich bin schon gespannt, wie das jetzt genau mit Dynamaxing und Gigantamaxing in Kämpfen umgesetzt wird im Spiel. Also, wie ich das doch in den Kämpfen umsetzen kann, weil anspielen konnte ich ja Schwert und Schild noch gar nicht. Keine Demos, gar nichts. Ich lasse es auf mich zukommen, was mich da erwarten wird, alles. Auch wenn es das umstrittenste ist und ich weiß, ich kenne die Probleme und alles. Ich freue mich ja trotzdem darauf, auf die anderen Dinge, die noch, die ich persönlich abfeiere. Also auf die wegen der positiven Aspekte, die noch aktuell vorkommen, aber das muss ich ja selber wissen. Wenn ihr das Schwert und Schild nicht kaufen wollt, dann tut es auch nicht. Das habt ihr so entschieden und ja, dann und daran, wenn ihr euch daran halten wollt, nur zu, ich halte euch nicht hin. Aber ihr solltet mich auch davon nicht hinhalten, das Spiel kaufen zu wollen. Na gut, also danke fürs dabei sein, wie immer gilt es Daumen nach oben zu verteilen, wenn es so gefallen wusste, und auch Kommentare nicht vergessen, Meinungen zu dem Video, und ja, dann hoffe ich, seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt rein, euer Crush wurde Vegetarian. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond. Also auf Wiedersehen und tschüss oder.